Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns. Sicher in der Ballbehandlung. Ja, und die Flanke abgefangen. Ja, ja, so geht's auch. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Und mit diesem Tor hat er den Ausgleich erzielt. Und wie er den Ball genommen. Unglaublich, dieser Abschluss. Ja, das müsste eigentlich einen extra Punkt geben für diese Weltklasse-Flanke. Luis Holt. Und Achtung, genau hingeschaut. Rincon. Und nun Jefferson Fafa. Und die Schalker holen sich den Ball. Und Achtung, der könnte passen. Ja, da. Aslan. Thank you.
Alte Frage, was sagt die Ballbesitzstatistik aus? Hier ist sie. Und um Christian Fuchs. Der Schiedsrichter ist Luft, das wissen wir. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und der Ball prallt vor ihm ab und landet im Aus. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Schön mit dem Kopf. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. 1:1 steht es hier. Das war zwar keine klasse Partie, aber wir haben guten Fußball gesehen. Absolut, allerdings noch mit relativ wenig Risiko. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Muss Einwurf geben. Kann er sich den Ball holen? Ein wunderschönes Zuspiel. Die Chance! So, jetzt liegen sie in Führung. Flach abgezogen und den Ball im Netz versenkt. Keine Chance für den Torwart. Herrlich gemacht. Wunderbar. FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn. Liegt jetzt in Führung. Augo. Und der kommt genau an. Oh! Keine Sekunde hat er gezögert, der Schiri. Er zeigt auf den Punkt. Und die Abwehr aufmerksam. Ein sehr schöner Pass. Die Abwehr steht goldrichtig. Hünteler. Ein Stürmer, wie er sein muss. Ganz wenige Chancen nur für seine Tore. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ja, da kommt was auf uns zu. Ja, tolle Chance. Und schon wieder Eckball. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Die Reservebank ist gut bestückt. Zwei neue kommen ins Spiel. Der Gegner wieder an der Kugel. Papadopoulos. Schönes Zuspiel. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. So, das könnte jetzt ihre letzte Chance zum Ausgleich sein. Versucht's mit dem Kopf. Schiedsrichter hat abgepfiffen. Knapp gewonnen sind auch 3 Punkte. Schlussresultat 2:1. Was für eine Mauertruppe. Und dann gewinnen die das Ding auch noch.